Straßen. Schaut jetzt aber nichts mehr aus, nichts. Das Segen von oben. Ja, hier es wird spannend. Ja, ja. Es ist cool, momentan nicht sehr interessant, was zuschauen. Ja. Das
musst dir was erzählen. Genau, genau. Halt ja. Zu dir kannst du Wetterbedingungen, es tröpfelt. Ich kann sie mal zu dir drehen, dann kannst du ein bisschen was ja, erzählen. Ja, danke. Wollen wir nicht? Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut. Ja, sie oh. Kommt. Ja, definitiv. So, meine Damen und Herren, liebe Nord-Dorad-Freunde, darf ich herzlich willkommen heißen zum Empfang unserer Anita Fastl, die eine Weltreise gemacht hat. Eine riesengroße Ausstattung. Wir sind sehr stolz, dass sie und zufrieden und freuen uns, dass sie natürlich wieder gesund nach Hause gekommen ist und stolz, dass sie das so geschafft hat. Liebe Anita, wir haben dich rund um die ganze Welt verfolgt, ja. Im Internet. Sie ist ja inzwischen die Steirerin des Tages gewesen in der Zeitung. Sie ist mit Abstand auch, nachdem sie heute zurück ist, die Strasserin des Tages. So darf ich sie heute auch betiteln und gleich auszeichnen damit. Darf dich im Namen unserer Marktgemeinde herzlich willkommen heißen. Liebe Nachbarin, freue mich, dass wieder das Licht bei dir drin brennt und nicht im Finster war, so wie die letzten Wochen, dass du wieder zu Hause bist und vor allem, dass du
gesund wieder zu Hause bist und darf dich noch einmal zu dieser ganz, ganz großartigen Leistung herzlich gratulieren und hab dir einen Blumenstrauß mitgemacht. Alles Gute. Der Lachbach Bürgermeister muss auch was sagen, weil der Dieter ist ja in seiner Gemeinde gestartet, in St. Nikolai, ab Drasling, auch mit einem großen Fest oder bei einem großen Fest. Und der Gerhard hat es verabschiedet und ich habe die Ehre gehabt, sie wieder hier empfangen zu dürfen. Ja. Da sieht man genau, wir machen beides Hand in Hand. Ne? Und sie hat nicht schafft, und sie liegen. Also das ist so nein. Also im Namen der Marktgemeinde St. Veit der Südsteiermark freut es mich, dass du gesund nach Hause gekommen bist. Das war eine spannende Zeit, vom Start weg beginnend. Und wie der Rainer schon gesagt hat, wir waren ja dir so nahezu auf den Fersen. Ne? Die moderne Technik erlaubt uns das. Und gerade, dass wir nicht gesehen haben, was du schläfst und wie du schläfst, das haben wir nicht gesehen. Wollt man nicht wissen. Allerdings, es war für uns, vor allem für uns Nikolaier, eine spannende Zeit, weil deine Mitstreiterinnen und die Isa ist ja heute da, ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Hinter mir. Komm her, meine Liebe. Das war ja insofern spannend, weil alle durch Nikolai. Weil alle durch Nikolai durchmachen müssen. Und wir haben zuerst die Fete begrüßen dürfen in Nikolai, der ist ja zu einem ausgesprochen günstigen Zeitpunkt gekommen. Freitag sind wir halb zwölf oder was. Natürlich war da ganz Nikolai auf den Beinen, das war sehr spannend. Dann ist die Isa gekommen, du hast ja eine ganz verrückte Zeit ausgedrückt, Freitag um 5:30 in der Früh. Also, aber passt, wir waren genauso gerüstet und wir waren da. Dann ist die Tatjana gekommen, sonntags um 8 in der Früh, auch eine spannende Zeit, gell? Sonntag ist grundsätzlich gut, aber oft in der Früh ist es weniger gut. Und heute freuen wir uns, dass du da bist, zu einer super Zeit. Ich darf euch im Namen von St. Veit in der Südsteiermark zu eurer Leistung gratulieren. Richtet der Veit oder der Diana Tessa aus, ich komme sicher damit zusammen. Gratuliere sogar zu dieser tollen Leistung. Danke, dass du heute da bist. Das zeigt davon, dass ihr ein super Team seid, dass ihr zusammenhaltet. Und vielleicht ergibt sich die eine oder andere Möglichkeit in Zukunft, wo wir euch gemeinsam wieder mal begrüßen dürfen oder verbunden sehen. Und vielleicht gibt es Erfahrungsberichte von eurer Seite aus. Wir machen ein Festl. Das wurscht, wie kostet es jetzt rein, und das machen wir, gell? Okay, dann herzlich willkommen. Natürlich, wir machen irgendeine Veranstaltung, wo uns die Anita oder auch die anderen, die dabei waren, wenn sie zu uns kommen können, berichten können, was sie erlebt haben. Es ist ja nicht so ohne, so eine riesige Reise, und da gibt es natürlich viel, viel zu erzählen. Und wir haben jetzt gedacht, Anita, du hast jetzt erfahren, wie die ganze Welt schmeckt. Du warst in Russland, Amerika und sonst überall und hast dort natürlich auch essen und trinken müssen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt sollst du wieder wissen, wie die Südsteiermark schmeckt. Und jetzt haben wir einen guten südsteirischen Wein für dich gerichtet und ein gutes Bratwürstel. Damit du dich auch kulinarisch wieder ganz zu Hause fühlst. Herzlich willkommen. Ja, aber zum fügen wir was dazu, weil der Urs ist ja auch unter uns. Urs, komm her, du bist ja sozusagen der Cheforganisator Grizzly Team schlechthin. Servus. Bravo! Ich sage mal, grüezi. Und denkst, muss mir etwas sagen? Zwei Sätze. Zu dem Abenteuer Woman World Race Tour. Also ich denke, zuerst mal möchte ich dir Anita gratulieren. Bravo! Sie ist die Letzte, die ins Team kam. Das war wichtig, weil das ist der Sieg über alles. Alle sind unfallfrei nach Hause gekommen. Und das war immer das oberste Ziel, ist diese ganze Geschichte. Und von dem her bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, ich bin hier auch, um die Zeit zu sagen, siehst du, Anita hat den zweiten Rang. Thank you.
vielleicht noch ganz kurz sagen im Hintergrund, wir arbeiten jetzt mit Hochdruck und werden sicher in den nächsten 2-3 Tagen noch die definitiven Zeiten geben. Das ist ein externes Büro. Aber nochmal, ich möchte betonen, es haben alle 4 Fahrerinnen eine Wahnsinnsgeschichte geschrieben und ich bin sehr glücklich, sind alle unfallfrei hier. Und wie gesagt, ich denke, jetzt feiert ihr die Damen und ich gebe das Mikrofon zurück. Dankeschön für eure tolle Unterstützung. Ja, also ich bin wirklich sprachlos. Ich hab schon gewusst, dass ich viele Fans habe, aber so viel und dass ihr alle da rausgekommen und da jetzt steht, obwohl der Regen herrscht, traumhaft. Also und das Plakat habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist cool. Na, also es wird sicher im Herbst einen Vortrag geben, wo ich dann die ganzen Geschichten erzähle. Also wir haben unheimlich viel erlebt. Die Isa kann das sicher bestätigen. Wir sind sicher gewachsen mit der Reise. Wir haben ganz viel erlebt und ganz viel super tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben, glaube ich, alle bemerkt, wie lieb, dass die Menschen draußen da so sind. Überhaupt in einer Zeit, wo immer nur Negativität in den Medien und so ist. Und uns ist eigentlich genau das Gegenteil widerfahren. Also wir sind immer nett aufgenommen worden, uns ist immer geholfen worden, wo irgendwie nur gegangen ist. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich bin froh, dass ich es machen habe dürfen. Und ja, vielen Dank an Urs noch, dass er mich da auserwählt hat, dass ich mitfahren darf und natürlich an die ganzen Sponsoren, ohne dass die jetzt auch nicht gegangen wären. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich dann wirklich einmal 1-2 Tage, damit das alles einmal, ja, das genau, dass ich, ja, dass das einmal einsinkt und dann werden wir mal über die Reise nachdenken. Ich glaube, das wird sicher eine Zeit lang dauern. Vielen, vielen Dank an unsere Bürgermeister, an die ganze Gemeinde und vielen Dank an alle meine Fans, dass alle da seid. Und natürlich, das ganz das Allerwichtigste ist, der Andreas hat mich die ganze Zeit unterstützt, auch wenn ich grantig war und wenn ich um 3 in der Früh angerufen habe und das war irgendwas, weil ich nicht gewusst habe, in was für einer Zeitzone dass ich bin und wie spät das da ist. Er kann heute leider nicht da sein, weil er beruflich fort ist, aber also ihm gebührt mein ganzer Dank und die ganze Familie natürlich auch für die ganze Unterstützung und meine Freundin Linda. Viele von uns und viele noch mehr, die heute nicht da sind, haben dieses Rennen mitverfolgt. Es war, der Gerhard hat schon kurz angesprochen, faszinierend. Es war ein Wettkampf, aber es war ein extrem fairer Wettkampf. Unglaublich, wie ihr euch gegenseitig auch geholfen habt, so notwendig war und wo Notermann war. Also das, glaube ich, ist von allen hoch anerkannt und hoch geschätzt worden. Und es freut uns, dass die Isa da ist und dürfen auch die Isa um ein paar Worte bitten. Leute. Ja, wir verstehen uns schon, gell? Manchmal ist es so, bei Wettkämpfen sieht man das oft, das Schwierigste beim Wettkampf ist immer hinterher das Interview zu geben. So ähnlich geht es, glaube ich, der Isa jetzt auch. Gell? Mit der Isa. Oh mein Gott. Erstmal ganz herzliche Gratulation. Weil wir sind alle sie da, wir haben es geschafft, das ist schon mal das Wichtigste, dass wir alle wieder gesund da sind. Und ja, euch Österreicher, muss ich also schon sagen, ganz grosse Klasse, wenn ihr da geboten habt für alle uns 4 Fahrerinnen. Wir sind da also extrem herzlich willkommen gewesen und ja, jetzt bin ich froh, jetzt sind wir alle Sieger und das ist das Wichtigste gewesen am Ganzen. Und ich glaube wirklich, so wie sie gesagt hat, der grösste Sieg am Ganzen ist, dass wir auf der ganzen Welt sehr nette Leute kennengelernt haben und ja jetzt auch da extrem viele gute Freundschaften entstanden sind, wie bei Anita und bei mir.
Und es ist mir eine Ehre, heute da zu sein und jederzeit gerne wieder. Danke vielmals für alles. Also eine brennende Frage haben wir natürlich noch an den Urs. Urs, du hast ja gesagt, die Anita ist Zweite geworden. Das heißt, du weißt, wer Erster ist. Ja, ich weiß es. Der Sieg geht an Isa. Und ich muss euch enttäuschen. Zurzeit ist der Verdacht hoch, dass die Zeiten gleich sind bei Russland und Amerika. Wir warten hier noch auf die letzten Resultate der Prüfungen. Und so wie es aussieht, sind die fast nahezu innerhalb von wenigen Minuten. Also stellt euch vor, um die Erde. Und jetzt sprechen wir von Minuten. Und hier wird jetzt diskutiert im Plenum mit verschiedenen Sachverständigen, wie wir das jetzt lösen wollen. Die Resultate werden in wenigen Tagen vorliegen. Ich hoffe schon morgen. Aber eins ist klar, wie gesagt, ich wiederhole, alles im Sieger. Und ich bin natürlich auch froh, jetzt wirklich sehr froh, einfach hier zu sein. Für mich ist eine große Erleichterung, denn es wurde mir während dem Race auch bewusst, was ich überhaupt hier getan habe, nämlich die Verantwortung zu tragen, mit vier Frauen zu arbeiten. Ist nicht einfach, hat mir das Männer. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr glücklich. Ich bin nicht der Frauenflüsterer von morgen, aber ich werde im nächsten Leben sein. Und ich möchte mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Einfach fantastisch, was ihr heute hier gebracht habt und auch die ganze Zeit, dass ich bin sprachlos und einfach nur danke. So, ich glaube. Nächste organisiert das da was für uns Männer, wir fahren mit. Soll der Bürgermeister rein am Morgen, gell? Ja, genau. Ich glaube, es sind genug Worte gesprochen worden. Jetzt ist es Zeit, dass wir ein bisschen zusammensitzen und auch gemeinsam feiern. Wir haben da was vorbereitet im alten Feuerwehrhaus. Darf euch alle ganz herzlich einladen, da ein Stück nach hinten zu kommen. Da gibt es Getränke und auch eine kleine Jause. Dann sitzen wir da ein bisschen zusammen und feiern wir, dass die Anita zu Hause ist, dass alle vier gesund zu Hause sind und dieses Rennen so gut abgelaufen ist. Dankeschön und darf euch bitten, da nach hinten zu kommen. Das schon einmal auf Facebook geschrieben und muss es noch einmal sagen, also ich habe die allerbesten Freunde auf der ganzen Welt und die allerbesten zwei Bürgermeister, was ich mir wünschen könnte. Irgendeinen Weg müssen wir jetzt finden, dass wir uns alle zaubern kann. Wie wissen wir denn nicht? Ja, genau. Spaß beiseite. Ich hab da 5 Minuten Zeit, Fotos zu machen. Ja, genau. Thank you.